Es gibt einige Punkte, welche beachtet werden sollten, um Gewicht auf gesunde, nachhaltige Art und Weise zu verlieren. Ich bin auch schon auf in einem anderen Wissensvideo, beziehungsweise auch in den Folien, findet ihr, wie man allgemein den Grund- und Leistungsumsatz berechnet, worum es sich dabei eigentlich handelt, was man beachten muss. Und das kann ich euch nur empfehlen, davor anzuschauen, dann ist dies auch leichter zu verstehen. Und um Gewicht auf eine gesunde Art zu verlieren, sollte man auf jeden Fall eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung weiterhin haben und nicht auf irgendwelche wichtigen Lebensmittel verzichten, nur weil sie mehr Kalorien haben und auch keine Crash-Diät beispielsweise durchzuführen. Und im Forum gibt es auch ein paar spannende Beiträge bereits zu diesem Thema, falls ihr reinschauen wollt. Und wie ich bereits erwähnt habe, um auf den richtigen Weg Gewicht zu verlieren, sollte man in einem Kaloriendefizit essen. Und dabei ist es wichtig, dass das Defizit moderat ist, um eine nachhaltige Gewichtsabnahme zu unterstützen. Hierbei bei der Berechnung auch den Sport beachten. Das heißt, wenn man sehr viel Sport macht, muss man das einberechnen durch den Leistungsumsatz. Und damit das Kaloriendefizit da nicht zu groß ist, da man bereits sehr viele Kalorien durch den Sport verbrennt und dann noch ein Kaloriendefizit dazu gibt, aber beispielsweise den falschen Energieumsatz hat, ist das ein bisschen schwierig. Also das heißt, ein Sport immer beachten, das ist sehr wichtig. Und allgemein sollte ein Kaloriendefizit von ca. 500 bis 700 Kalorien für eine Abnahme von 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche erstellt werden. Das heißt einfach, die Kalorienzufuhr sollte um 500 bis 700 Kalorien reduziert werden und dann wird eine Gewichtsreduktion von ca. 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche ja, erreicht. Das ist sehr individuell natürlich, ob es jetzt 0,5, 0,7 sind, mal mehr, mal weniger. Es ist auch, das Gewicht schwankt auch täglich durch verschiedene Faktoren, das muss auch beachtet werden. Wie ich bereits erwähnt habe, eine ausgewogene Ernährung ist sehr wichtig mit Vielzahl von vollwertigen Produkten. Das heißt Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Proteine und gesunde Fette, auch Nüsse. Oft wird hier in einer Diät auf Nüsse, Avocado oder Öl verzichtet, da es sich dabei um viele Kalorien handelt, aber es sind sehr gesunde Fette, welche weiterhin aufgenommen werden sollten, was auch wichtig ist, dass alle Funktionen im Körper gut weiterlaufen können. Die Nährstoffdichte, das heißt, man sollte Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte auswählen, um wichtige Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe zu erhalten. Und auch auf die Qualität der Lebensmittel sollte geachtet werden. Wie bereits erwähnt habe, nicht nur die Kalorien spielen eine Rolle. Und es sollte eher auf das unverarbeitete, kalorienreichere Lebensmittel wie das zuckerhaltige, hochverarbeitete, kalorienärmere Lebensmittel zurückgegriffen werden. Und die körperliche Aktivität, also man sollte die tägliche körperliche Aktivität erhöhen, denn das trägt dazu bei, einfach, dass man zu den zusätzlichen Sport, wo man bereits macht, noch mehr aktiv ist, durch Treppen steigen, spazieren gehen, etc. Und es sollte auch ausreichend Flüssigkeit getrunken werden über den Tag hindurch. Erstens, weil man wahrscheinlich viel Sport macht, aber auch allgemein, um die Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Und häufig hat man einfach Durst und keinen Hunger, wodurch durch ein Glas Wasser das leicht oder schnell unterschieden werden kann. Es sollte achtsam gegessen werden. Man sollte auf Körpersignale wie Hunger und Sättigung hören. Das sollte man immer. Also allgemein diese Punkte sollte, wie ausgewogene Ernährung, Hungersättigungsgefühl, ausreichend trinken, sollte man beachten. Sei es, ob man Gewicht verlieren will oder nicht. Und es ist eben wichtig, dass man langsam isst und Ablenkung während des Essens vermeidet, wie Fernsehsehen, denn hier merkt man häufig gar nicht, dass man bereits satt ist und überisst sich leicht. Es sollte man auch konsequent, Geduld und diszipliniert sein, denn eine gesunde Gewichtsabnahme braucht eine Zeit. Man wird nicht nach einer Woche sehen und sich denken, wow, jetzt habe ich so viel abgenommen. Es dauert einfach seine Zeit, was auch natürlich ist und wichtig, denn man möchte ja auf eine nachhaltige Art und Weise abnehmen und für einen längeren Zeitraum das Gewicht erhalten und nicht eine Crash-Diät machen und dann einen Jojo-Effekt beispielsweise erhalten. Also es sollte allgemein eine nachhaltige Gewohnheit werden, sich gesund zu ernähren. Es können Änderungen zum Lebensstil dazu beitragen. Genau. Und auch bei der Gewichtsabnahme steht immer das Wohlbefinden und die Gesundheit im Vordergrund. Also die Gewichtsabnahme kann eine sehr langfristige Reise
zu einem gesunden Lebensstil beachtet werden und nicht als vorübergehende Lösung. Und allgemein kann sich dabei Hilfe gesucht werden, Unterstützung. Und man sollte es langsam angehen, nicht übertreiben und sich immer wohlfühlen und immer auf seine Gesundheit achten. Genau, und wie ich bereits erwähnt habe, ist es sehr wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Und deshalb möchte ich einen Beispielsernährungstag euch vorstellen, wie der gut umgesetzt werden kann. Denn es sollte auf eine Vielzahl von nährstoffreichen Lebensmitteln geachtet werden, auf ausreichende Proteinzufuhr mit Vollkornprodukten, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und gesunden Fetten wie Nüsse. Und dabei kann zum Beispiel zum Frühstück Porridge gegessen werden mit Früchten, nach Wahl oder auch Beeren. Diese sind Blaubeeren hoch in Antioxidantien, was sehr gut für die Gesundheit ist, aber alle Früchte, Leinsamen, Datteln, Mandelmus, auch mit Karotte oder Zucchini kann Porridge gemacht werden. Das kann ich euch auch empfehlen. Dazu reibt man einfach die Karotte oder die Zucchini klein und mischt es in das Porridge. Und dann kann es mit Sojajoghurt etc. getoppt werden. Und dazu kann etwas, also kann Wasser, Tee, Smoothie, Saft etc. getrunken werden. Und zum Mittagessen ist es wichtig, eine gesunde Kohlenhydratquelle auszuwählen. Das heißt, mit komplexen Kohlenhydraten wie Quinoa, brauner Reis, Couscous und verschiedenes Gemüse und Hülsenfrüchte oder Tofu, Tempeh für eine gute Proteinquelle. Dabei könnte man jetzt zum Beispiel einen Quinoa-Salat mit Ofengemüse, gerösteten Kichererbsen und getoppt mit Tahini-Dressing und Safran sowie gerösteten Süßkartoffeln essen. Als Snacks bietet sich verschiedene Sachen an, also je nachdem, ob man auch lieber süß oder herzhaft snackt. Und das kann sein Früchte oder auch, also auch mit Nussmus, eine Banane mit Erdnussmus. Und bei Nussmus ist sehr wichtig, dass man einfach auf Mus achtet, welches keinen Zuckerzusatz hat. Und allgemein Nüsse und Datteln ist ein guter Snack. Gemüse mit Dip wie Hummus, Linsenaufstrich, Bohnenaufstrich, veganer Joghurt mit Samen, Proteinshake, also vegan Proteinpulver mit Milchalternativen wie Mandelmilch und Obst und Gemüse, also zum Beispiel auch mit Spinat, Banane und vegan Vanilleproteinpulver oder eine Smoothie Bowl. Dabei nimmt man einfach gefrorene Beeren und oder eine gefrorene Banane dazu, je nach Wahl, was man gerne mag. Und dann kann man auch hier entweder eine vegane Milchalternative, ein wenig Joghurt oder Proteinpulver reingeben und dann es mixen, aber nicht zu viel Flüssigkeit, und dann ist es eher wie so ein gesundes Sorbet für den Sommer. Das kann ich auch sehr empfehlen, das im Sommer zu essen. Und dann kann man es mit Leinsamen beispielsweise, anderen Früchten und Samen toppen. Und auch Nussmus darauf schmeckt sehr gut. Zum Abendessen kann dann je nach Hunger und Bedarf ein Vollkornbrot mit Avocado, verschiedenen Gemüse oder Proteinaufstrichen gegessen werden oder auch Tofu, Tempeh angebraten mit Gemüse, verschiedenen braunen Reis, Linsen etc. Und es gibt auch einen veganen Basilikum-Tofu, welcher dann zum Beispiel mit einem veganen Mozzarella kombiniert werden kann, was auch sehr gut als einfacher kleiner Salat schmeckt.